Wie lange bräuchtest du, um die Zauber aufzuheben, Tatze? Fragte Remus mutlos. Zu lange, schnaubte Sirius. Im Durchschnitt braucht man an die 2 Stunden pro Zauber, schätze ich. Wir müssten zwar nur einen lösen, damit sie es uns mitteilen kann, aber die Zeit haben wir trotzdem nicht. Es ist einfach weitaus komplizierter, die Zauber aufzuheben, als sie zu erstellen. Und schon das Erstellen geht über Hogwarts-Niveau hinaus. Was nun? Remus Stimme klang erschöpft. Ich bleibe hier und versuche trotzdem, einen der Flüche zu lösen. Ach ja, bevor du etwas sagst, Moni, Dumbledore darum zu bitten, kommt nicht in Frage. Das weißt du. Ich würde mir endgültig so vorkommen, als hätte ich Krone verraten. Selbst wenn wir ihm nichts weiter erzählen. Vielleicht gelingt es mir doch in weniger als einer Stunde. Ich bin schließlich nicht irgendein durchschnittlicher Zauberer. Außerdem kann ich dann aufpassen, ob er hier nicht doch auftaucht. Moni, Wurmschwanz, ihr könntet eine Liste aufstellen und alle Plätze aufschreiben, die sich für ein Treffen eignen. Ihr wisst schon, verlassene Orte und so. Vielleicht romantisch, aber nicht zwangsläufig. Dann könnt ihr euch aufteilen und die Orte abgehen. Ich desillusioniere uns davor noch, damit Krone euch nicht kommen sieht, wenn er nicht auf die Karte schaut. Wenn ihr dort seid, versucht ihr möglichst überzeugend, alle Argumente zu vermitteln, auch wenn ihr ihn nicht seht. Vielleicht ist er doch da. Passt aber auf, dass euch niemand hört. Sonst blicken die noch durch und dann fliegt er gleich von der Schule. Sirius wollte motivierend klingen, doch er konnte den Kraft- und hoffnungslosen Unterton in seiner Stimme nicht verbergen. Gibt es nicht viel zu viele Orte, die der Treffpunkt sein könnten? Piepste Peter rau. Und müssten wir nicht, wenn wir überzeugend sein wollen, lange und gründlich reden? Dann reicht die Zeit doch nie, seine Stimme versagte. Personenbezogene Sonoruszauber, rief Sirius plötzlich aus. Wir verstärken unsere Stimme nur für Krone. Der Rest hört uns dann gar nicht, aber er bekommt es mit. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob er eine Schallmauer um sich errichten könnte, sodass er gar nichts mehr hört. Aber das Risiko müssen wir in Kauf nehmen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Moni, du hast doch zwischenzeitlich auch mal in deiner Freizeit personenbezogene Zauber geübt, oder? Ja, Tatze. Aber ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Mit einem Sonoris-Zauber in Kombination habe ich es noch nie geübt, antwortete Remus zögerlich. Dann probieren wir es einfach aus, rief Sirius schulterzuckend. Und mit dem schelmischen Grinsen, das er sonst immer bei Streichen aufsetzte. Nimm Wurmschwanz zur Kommunikation. Ich konzentriere mich weiter auf diesen verbrannten Papierfetzen, um den verfluchten Bann davon zu lösen. Ach ja, sollte es funktionieren. Bestimme auch gleich deine ungefähre Reichweite, damit die Gebiete nicht doppelt und dreifach beschallt werden. Wie weit geht deine Reichweite? Fragte Remus, um sich einen ungefähren Eindruck davon zu verschaffen, was er wohl erreichen könnte. 112 Meter, sagte Sirius abwesend. Leicht zögerlich kletterte Remus durch das Portal in den Gang und wandte den Zauber an, während er sich in Gedanken auf Peter konzentrierte. Wurmschwanz, hörst du mich, als würde ich neben dir stehen? Fragte er. Und sah Peter den Daumen nach oben strecken. Tatze, wenn du mich klar und deutlich hörst, dann hebe jetzt die Hand. Sirius starrte weiterhin unvermittelt auf die Überreste des Briefes in seiner Hand. Er hatte den Zauber erfolgreich gewirkt. Freudig erleichtert atmete er auf. Es war ihm tatsächlich geglückt. Wurmschwanz, ich werde jetzt meinen Radius austesten. Und dabei in Metern zählen, wie weit ich gerade ungefähr von dir entfernt bin.
Merk dir die letzte Zahl, die du noch deutlich gehört hast. Verstanden? Ich komme dann nach 50 Metern wieder zurück. Peter nickte erneut und Remus wandte sich ab. 8, 9, 10. Er hatte Glück, dass ein Gang gerade vom Gemeinschaftsraum wegführte und lange keine Ecken hatte. Sonst wäre es sehr viel schwerer, die Luftlinie, die zählte, richtig einzuschätzen. Schließlich kehrte Remus zurück und Peter rief begeistert: Ich habe alles deutlich gehört, bis zur 50. Nun sah Sirius anerkennend zu ihm auf. Nicht schlecht, Muni. Geh nochmal zur Stelle, an der du eben warst, und mach dann bis 100 weiter. Remus eilte hinaus und kehrte nach einiger Zeit wieder zurück. Deutlich war es bis 84, aber leise gehört habe ich dich bis zum Ende, rief Peter quirlig. Sirius wirkte mehr als nur positiv überrascht. Wahnsinn, Mann, rief er begeistert. Der Durchschnitt schafft das erst einige Jahre später und für den Anfang sind 30 bis 40 Meter normal. Selbst ich habe es bei meinem ersten Versuch nur knapp über 90 geschafft. Remus lächelte leicht. Ein solches Kompliment von Sirius war höchst selten, weil er so ehrlich war, sie nur zu benutzen, wenn sie stimmten und ihn etwas wirklich beeindruckte. Komplimente über das Aussehen eines Mädchens seien an dieser Stelle einmal außen vor gelassen. Und einen brillanten Sirius Black zu beeindrucken, war keinesfalls einfach. Nichtsdestotrotz war es jetzt nicht die Zeit dafür, um stolz zu sein. Wurmschwanz fang schon mal an, Argumente rauszuschreiben, um Krone zur Vernunft zu bringen. Ich schaue in der Zeit, an welchen Punkten wir uns platzieren müssen, um möglichst effizient das ganze Schloss mitsamt Gelände abzudecken. Wir haben noch 40 Minuten Zeit bis zum Frühstück, also müssen wir uns wirklich beeilen. Ich bin momentan bei Schritt 15 von 43, erklärte Sirius. Der ist besonders knifflig. Wenn ich in 5 Minuten noch nicht darüber hinaus bin, würde es zeitlich unmöglich sein, weil wir ja auch noch zuvor zur Krone müssen. Und kurz davor wird er sicherlich den Tarnumhang bereit und die Karte im Auge haben. Wir brauchen aller mindestens 10 Minuten Vorlauf. Und momentan sieht es schlecht aus. Plan mich und meine Reichweite also mit ein, Muni. Wenn es mir doch gelingt, fällt der Punkt ja ohnehin weg. Remus nickte und alle machten sich an die Arbeit. Kurze Zeit später waren die Punkte, von denen aus der Sonorus-Zauber gewirkt werden sollte, markiert. Die Argumenteliste war stetig gewachsen und mit den Ideen von Remus und Sirius, der die Gegenzauber aufgegeben hatte, erweitert worden. Geminio, Geminio, rief Remus mit dem Zauberstab gen Liste, sodass sie sich verdreifachte. Dann nahm er sie und reichte 2 Exemplare seinen Freunden. Wurmschwanz, bleib hier und überleg dir weitere Argumente und Ideen, wie wir Krone erreichen könnten. Tatze, auf geht's.